isländischen Haus. Es ist wirklich super hier. Auf Heimorgas in Teil 1, wie wir zu diesem Haus gekommen sind, das war eine geistkranke Reise. Und jetzt sind wir hier. Schaut euch bitte einfach diese Umgebung an. Wo sind wir hier, Alter? Wie krass sieht das aus? Fangen wir an mit dem ersten Teil, was wir in diesem Haus haben. Ein Trampolin mitten in nichts. Hier haben wir unsere Ess-Area, Leute. Guckt, stell dich mal vor, du isst hier einfach was. Dann schaust du das dann einfach an. Krank. Hier haben wir unsere leicht verschneite Chill-Area. Die ist doch ganz leicht. Aber kann immer noch chillen. Chillig! Wir sehen hier unsere zwei Pools. Unten der Pool ist nicht beheizt, deswegen ist er auch gerade komplett vereist. Komplett krank. Es ist wirklich einfach nur ein geisteskrankes Haus. Von innen war das Haus einfach nur unfassbar geil. Und wir sind zu diesem Haus nur gekommen, weil Google Play uns vorher auf eine Reise eingeladen hat. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut ihn auf jeden Fall an. Und jetzt müssen wir noch unsere letzte Aufgabe bestimmen. Und zwar ein Gericht aus dem Spiel Genshin Impact in echt nachkochen. Danach haben wir nämlich das Haus komplett für uns alleine. Wir können machen, was wir wollen. Und ich sage euch so, wie es ist. Am Ende des Videos wird es noch wirklich wild. Im Spiel Genshin Impact kann man nämlich eigene Gerichte kochen, um zum Beispiel sein Leben wiederherzustellen oder mehr Schaden zu machen. Man kann auf der ganzen Welt Lebensmittel finden und die dann einfach zu Gerichten zusammenfügen. Selber kochen, es ist unfassbar cool. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Und zwar heißt das Ganze Berry and Mint Burst. Wir haben einmal Blaubeeren, natürlich Berries. Dann haben wir hier ein geheimes Getränk mit Minze drin. Und dann haben wir noch Zitronen und einen Mixer. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze. Ich bin gespannt, was es sein wird. Ich habe ein bisschen Angst, das hier zu trinken. Ich weiß nicht, was es ist, aber egal. Ich würde sagen, wir machen die Berries rein. Okay, das ist die geheime Flüssigkeit. Oh mein Gott, wie das aussieht. Da müssen ein bisschen kalt werden, Leute. Gehen wir kurz nach draußen. Und ich würde sagen, let's mix it. Cool war das denn, Digga? So gut schmecken? Ich glaube, es wird richtig geil schmecken. Yo, wie das aussieht, Digga, wie geil. Im Spiel kriegt man dann eine höhere Crit Rate, das heißt, man kann mehr Schaden machen. Das heißt, wir gucken nicht, ob die Leute es jetzt wehtun. Gar nicht. Ja, gar jetzt nicht. Trinke ich das Ding hier. Das ist echt geil. Ja. Ich bin bereit! Ja, schmeckt schon. Ich habe mich so energetisch gefühlt, dass ich erstmal dachte, jetzt erstmal den Berg neben unserem Haus beklettern. Und dann bin ich wirklich diesen Berg hochgeklettert und es war unfassbar. Wir besteigen den Berg! Ich glaube, hier ist das Abgrund hinter. Ach du Scheiße, hier ist der Abgrund hinter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Woohoo. Ist das krass hier oben? Let's go runter hier. Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Ich bin groß. Genauso wie ich es gerade gemacht habe, kann man im Spiel Genshin Impact auch Berge beklettern und besteigen. Es gibt einfach keine Begrenzung. Man kann wirklich einfach die Sachen hochklettern und da einfach weiterlaufen. Richtig verrückt. Allgemein kann man im Spiel so viele Sachen erkunden und es ist wunderschön. Aber da wir jetzt keine Aufgaben mehr hatten, die wir erfüllen mussten, mussten wir selber das Ganze erkunden. Freunde, wir hatten ja die ganze Zeit richtig kranke Aufgaben schon bekommen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir das Ganze so, dass wir selber unsere Aufgabe stellen. Und deswegen fahren wir jetzt zu so kleinen Vulkanen im Wasser. Keine Ahnung, Geysire heißt es. Da gibt es eine ganze Explosion. Es wird richtig krank. Weiß ich nicht. Alle 5 Minuten explodiert da einfach was und man kann da irgendwie hingehen. Ich hab ein bisschen Angst. Oh mein Gott, da dampft es irgendwie. Was ist das? Im Spiel Genshin Impact kann man ja auch einfach machen, was man will. Jetzt können wir auch machen, was wir wollen. Wir sind ja auf einer Open-World-Map sozusagen. Wie ja. Im Spiel. Das Spiel ist auf jeden Fall ein sehr abenteuerreiches Spiel. Man hat eine Open-World, das heißt, man kann machen, was man will. Man hat eine riesige Map, auf der man sich bewegen kann und Abenteuer erleben kann. Es gibt einige Bosse, die man bekämpfen muss. Aufgaben, die man erfüllen muss. Man kann Essen kochen in dem Spiel. Es gibt unfassbar schöne Landschaften. Wie zum Beispiel auch riesige Wasserfälle. Man kann über Eis laufen, man kann fliegen. Man konnte wirklich so viel machen. Ich bin so gespannt, ob da jetzt wirklich Explosionen sind, ne? Wir stehen jetzt vor einem Loch und warten, bis da was passiert. Mega. Alles richtige Touris, ne? Annegret. Annegret. Ach, das ist ja toll. Haben wir uns jetzt extra hier 5 Stunden hingefahren. Wunderbar, Annegret. Und dann standen wir da wirklich sehr lange und dann kam die Giga-Explosion. Das ist die Ultrakacke Ding. Also haben wir noch ein bisschen länger gewartet und dann kam die Giga-Explosion. So ein dummes Loch. Guck mal, ich hab's. Guck mal, guck. Schlecht. Doch, dann aus dem Nichts. Guck mal, hier sieht man das viel mehr. Wow! Yo! Digga, ich bin so erschrocken, Digga. Oh! Okay, das hat mich ganz erschrocken, Digga. Der kam mir direkt hinterher. Ja. Das fand ich eigentlich doch ganz cool und wollte dann ein richtig cooles Bild damit machen. Hab ich dann die ganze Zeit mit dem Daumen hoch dahingestellt und hab gewartet, bis es passiert. Und genau dann, als ich es gemacht habe, passierte nichts für eine Ewigkeit. Bis es dann endlich explodiert ist, aber genau in der Sekunde, wo es explodiert ist, hat Johannes gesagt, oh, im Hintergrund ist ja jemand, oh, guck mal. Dann hab ich genau dann weggeguckt und genau da ist es explodiert. Guck mal, der Typ filmt mit Blitz. Nein, ich hab genau da weggeguckt. Guck mal, der Typ von Blitz. Und dann wollten sie mich einfach die ganze Zeit verarschen, weil ich wollte diese Shot unbedingt haben. Oh Digga, da ist einfach ein Helikopter. Und eine Eisenbahn. Memo. Ich hab das Gefühl, gerade ganz viel hinter mir ab, während dass ich gerade die schaue. Ja. Jetzt. War lame.
Nein, Digga, Jungs, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Freunde, es ist gerade Nacht und das ist unfassbar, wenn ich höre das. Es fallen schon Dinge um. Wir müssen mal kurz rausgehen. Oh mein Gott, Digga. Genshin Impact. So, Freunde, es ist Abend geworden und jetzt wird erstmal noch ein wunderschönes Steak gemacht. Lustigerweise kann man das auch in dem Spiel Genshin Impact machen. Man kann auch einfach Steaks machen. Genshin Impact gibt es übrigens auch Luft. Ich kann mal atmen. Und der Sauerstoff, der geht dann. Ich hätte diese YouTuber, die in jedem Blog einfach über jede Scheiße lachen. Hey, Jungs, wisst ihr eigentlich, mit was das Steak ist? Bruder, der war gut. Das erinnert mich ein bisschen an diesen einen Typen hier, warte. Gut, dass wir keine Spanier sind, Danny. Warum? Wir können doch gar kein Spanisch. Ey Jungs, gut, dass wir nicht in Spanien geboren sind, ne? Digga, ihr müsst erst fragen, warum. Er wird zwar noch nicht mal angefragt. Ach so. Du musst jetzt warum fragen. Warum? Nochmal Neustart. Hab ich was falsch gemacht? Neustart. Ey Jungs, gut, dass wir nicht in Spanien geboren sind, ne? Warum? Ja, wir können ja gar kein Spanisch. Wir haben unsere Steaks dann gemacht und gegessen. Johannes, halt mal ganz kurz da fest. Halt mal kurz da fest. Warum? Halt noch was ein. Halt die Klappe! Und mit Liebe noch ein paar dieser Berry and Mint Burst Getränke hergestellt. Und dann war irgendwie ganz komische Stimmung. Komplette Vollidioten mit mir. So, das ist mein Ausblick. Der eine macht das hier, der andere macht das hier. Die Fischerin vom Bodensee. Was ist das für ein Song, Digga? Die Fischerin vom Bodensee. Das ist der Banger, aber der. Hilfe! Nachdem wir dann ein bisschen getanzt hatten, hatte ich eine mega, mega gute Idee. Was ist das Beste, was man bei diesem Wetter machen kann? Erstmal eine Runde in den Pool. Vom Bodensee ist dein Schild. Vom Bodensee ist dein Schild. Der gute Barry und Mint Burst darf natürlich an dieser Stelle nicht fehlen. Oh. Und das, meine Freunde, das kauft man sich nicht. So etwas gönnt man sich. Komplette Vollidioten. Ich finde das schön, dass wir gerade hier sitzen, während das Johannes komplett angezogen da draußen. Kurz einmal, das müssen wir aber kurz sagen. Johannes, das kommt auch rein, Junge. Let's go! Johannes ist dann auch noch reingekommen und wir haben noch ein bisschen Scheiße gebaut. Und das war dann wirklich das Ende unserer unfassbar coolen Reise. Ihr habt schon gemerkt, Leute, wir hatten sehr viel Spaß. Aber Leute, bei der Abreise sind auch noch kranke Sachen passiert. Das seht ihr dann nächste Woche bei Hey Moritz. Ladet euch auf jeden Fall das Spiel Genshin Impact runter im Google Play Store. Es ist wirklich unfassbar cool, das Spiel. Und nochmal vielen Dank an Google Play, dass sie uns auf diese unfassbar coole Reise hier geschickt haben. Das Spiel hat wirklich unbegrenzt viele Möglichkeiten, so viele coole Sachen, die man da erleben kann. Also wenn ihr auch so ein Abenteuer erleben wollt, dann ladet euch das auf jeden Fall runter. Und das Einzige, was jetzt noch... Du!